Hallo und herzlich willkommen in den weiten Tiefen von Minecraft, wo ich mich mal wieder verlaufen habe. Eine fremde Stimme. Hey, hey. Unglaublich, ich bin auch mal wieder am Start. Ich habe mich über meine Community hinweggesetzt, gesagt, Herr Mönch, ist echt heiße, hör auf damit und hast du nicht das gesehen. Das ist nicht deine Community dann. Genau, das dachte ich mir auch dann im Moment, dann habe ich mich halt überreden lassen und ich bin mal wieder am Start und mit mir dabei. Kata, heißt zwar in-game hier Micha, aber ist die Kata und der Dani. Komm mal mit. Was? Ja, hab ich den schon gesehen, tatsächlich, ja. Ja, ich hab deinen komischen Treppenschacht, der hier war, zugemacht und jetzt ist in deiner Wohnung oder in deinem Schlafzimmer. Falls es nicht mal wieder weggesprengt wird. Nein, diesmal lass dir bitte die Finger weg und sprengt nicht andere Wohnungen. Auf jeden Fall ist hier die Treppe nach unten und da hast du dann dein Dingen. Okay, Moment, ich hüpfe mal runter. Übrigens, Dani. Warte. Wir haben die Soundeffekte von den Türen verändert. Stimmt. Hörst du? Und die Holztüren klingen genauso komisch. Sieht das so holzig, weißt du, bruch, wenn es jetzt zuknallt oder so. Mir gerade irgendwo eine Holztür? Okay, ja, du hast... oben in der Küche. Okay, du hast hier tatsächlich. Stimmt. Zugemacht. Ja, aber hier war noch die, die Treppe. Ja, ich weiß. Das haben wir alles zugemacht. Was? Warte, ich komme mal wieder durch den Boden. Hör auf jetzt. Machen das immer alles kaputt. Ich mach nichts kaputt. Was wollte ich denn? Gegner haben wir keine an. Das heißt, ich kann rausgehen und kann an meinem Leuchtturm weiter buddeln. Buddeln. Eigentlich kannst du bei mir mal, oder zumindest für mich mal, oder für meine User mal wieder ein bisschen zeigen, was ihr eigentlich so in der letzten Zeit so gebastelt habt. Mal so nebenbei. Ja, dann komm mal mit. Hoch aufs Dach in die Küche. Hoch aufs Dach in die Küche, okay. Fängst du mit den kleinen Sachen an? Ich fange mit den kleinen Projekten. Schon da. Also, komm mit raus. Ich auch mal an schon. Ja, es regnet, ich fliege wieder rein. Fahren wir jetzt raus hier. Anni, du auch mit? Ach, du bist da drüben. Ja, Küche, ich raus. Ich dachte gerade, du meinst hier das... Ne, da war er ja noch dabei. Das war ja die Verfolgungstour und die Schlachtetour im Haus. Ja, das, glaube ich, war so einer der letzten Folgen, die ich beim Kevin gemacht habe. Ja. Anni? On my way. Hier geht es hoch. Hier habe ich ein bisschen auch mit Wasserspielchen und so ein bisschen... Ja, ich habe es gerade gesehen. Oh ja, Spielchen. Oh Gott. Oh, Wasserspielchen. Kennst du Schlammschlacht? Nein. Oder kann Vorbereitung zur Schlammschlacht? Nein. Hier schneit's kalt. Kann sich das Wetter mal entscheiden? Unten regnet es, oben schneit's? Na gut, umso höher ist es kälter, ne? Ja, klar. Kalt. Hier kommt der Leuchtturm hin. Mach mal ein Dach hier hin, hier schneit's rein. Ja, ich bin da noch gar nicht so weit, ich brauche halt Wolle, Allmas. Weiße. Wofür brauchst du für ein Dach Wolle? Ja, mit Balkon. Das ist, die Folge heißt auch, glaub, irgendwie Balkon in luftigen Höhen oder so. Hast du da nur einen Balkon gebaut wahrscheinlich? Hast du da nur den Balkon gebaut, oder wie? Ja, eine komplette Folge nur Schade. Balkon. Ich wollte eigentlich gerade sagen, guck mal, bei mir schneit sich bei euch schon, weil es so hier so in dem ersten Blick so aus. Wenn du nach oben schaust, ist es so. Ja. Ja, da ist einfach das Loch so oben drin. Wir sind im Auge des Tornados. Jeder hat eigenen. Geil. Schneesturm. Ja, wie gesagt, der Leuchtturm ist hier oben. Guck mal, hier ist es wirklich so. Wenn du da ein bisschen nach rechts guckst, schneit es nicht mehr. Nur die Kante hier. Geil. Willst du, wenn du die Broschen rausschaust, da ist nichts. Oh, hier regnet's nur. Schneeregen. Ja, wie gesagt, hier oben kommt der Leuchtturm hin. Den sieht man auch schon recht von Weitem. Ja, ich glaube, ich hatte das bei euch mal irgendwo auf dem Bild gesehen, aber muss ich meine... Nee, mal... das Sandmail ist noch von einer uralten Welt, von der Xbox-Welt. Gibt's halt, dass ein neues kommt, ne? Ja, ich hab das... Irgendwann mache ich das auch noch mit rein. Komm mal wieder mit. Kevin. Bin dabei. So, dann habe ich endlich auch jetzt den Berg da hinten komplett abgetragen. Ah, stimmt, da warst du noch drin. Richtig, hier war noch ein kompletter Berg. Den habe ich jetzt abgetragen. Hier haben wir unsere Schweinesiedlung. Hoi. Schwein muss man haben. Mit Wasser? Mit Wasser. Warum haben die Wasser? Warum nicht? Lass doch was essen und trinken. Jetzt mal nach oben gucken und den Mund aufmachen. Und hier ist der Elektrikkeller. Falls wir mal wieder zu weit graben. Ja, richtig. Ja, das waren eigentlich meine Bauaktivitäten in den letzten paar Folgen. Ach nee, warte, ich hab noch... Ah, stimmt. Komm mal mit. Du hast noch ein bisschen Platz gemacht. Ich hab noch ein bisschen ausgebaut, genau. Da, wo sich der Dani dann ein bisschen kreativ gestalten lassen kann mit Hobbyraum und so Zeug. Irgendjemand muss es ja machen. Oh Gott. Ja. Oh. Weißt du, wo ich durch will, geht die Tür zu. Na, heute ist leider der Malte mal nicht mit am Start. Der war nicht bei mir in den letzten Folgen zumindest mit am Start. Ja, so, ja. Oh, ich kann durchs Portal laufen. Okay, voll. Voila.
Und hier habe ich schon angefangen, ein bisschen auszugraben. Hier ist Riesenfläche. Scheiß viel Platz auf Deutsch. Ja, und da wird noch mehr kommen, weil hier die ganze Wand hier, das ganze Gedöns, das da fliegt noch alles raus. Da ich echt, dass wir uns da reinpacken. Ja, da würde ich echt so einen Hobbyraum mit Bowlingbahn und... Oh Gott. Mit Bowlingbahn! Ja, ist geil. Die Frage ist nur, wie wir das Ding bauen. Ich weiß es noch nicht, aber schauen wir mal. Aber ein Billardtisch oder so? Das geht, das kann ich bauen. Ja. Aber ist doch nicht funktional, aber man kann ihn bauen. Aber ich würde jetzt mal vorschlagen, du hast es mit den Räumen ja schon gesehen, wo jeder seinen eigenen Raum unten gebaut hat. Und jetzt würde ich mal sagen, schaust du dir mal das Bad an, was der Dani gebaut hat. Stimmt, das habe ich auch noch gebaut. Musik passt noch gerade hoch, wenn das Fenster springt. Ja, es ist der neue Eingang zum Bad. Achso, im Fenster. Wir sollten noch einen allgemeinen Zugang bauen. Ich wollte gerade sagen, weil sonst müssten wir sonst die ganze Zeit durch die Schlafzimmer durch. Hat du noch keine Tür. So. Da. What the fuck? Ja, die funktioniert. Die funktioniert. Guck mal nach oben. Ich weiß, ich dachte mir schon, dass die irgendwie funktioniert. Haha. Blub, blub, blub. Du musst bloß aufpassen, dass du nicht absäufst. Wir gehen. Ja. Was? Ich bin wieder sauber. Ja, alles da, was man braucht. Inklusive Seifenspender im Bad. Ah. Geh mit der Chefin baden. Juhu. Was? Nein! Komm her! Du Lüstling, weg! Wer dachte, dass ich ein Lüstling bin? Ist das eigentlich die Toilette verglast? Ist doch auch kacke. Wenn ich hier aufs Klo gehe oder so, dann kann doch jeder reinspannen. Natürlich doch ja, gerade. Ja, nee. So, dann ist es ja Milchglas. Also, man kann schon, aber man kann eigentlich nicht. Verstehe ich jetzt nicht, aber naja. Mach giggle, die giggle. Giggle, die giggle, die. Ja, das war mir klar. So, dann. Tja. Das war's eigentlich mit der Neuerung, oder? Ja, wir haben noch nicht auch viel gemacht, so ein bisschen. Wie gesagt, nur so ein bisschen Innenausbau okay. Und so. Ja. Guck mal, sogar mit Falle. Hui. Nein, hör auf, das ist Dingens. Guck mal, der springt von alleine. Ja. Ja, Endsteinziegel. Ha? Endsteinziegel. Ja, es gibt wie gesagt recht viel Neues. Achso, nachdem jetzt die Schweine weg sind, kann ich ja den Schweinestall hier auch mal aufräumen. Dani, schämst du dich? Hä? Dani, schämst du dich gerade? Stehst du mit dem Kopf an der Wand, so mit dem Kopf gedickt an der Wand. Ich bin's einfach leid. Ab in die Ecke. Zieh die Eselsmütze auf. Ja, sieht echt so aus gerade. Wie gesagt, ich bin's einfach leid. Ja, echt? Wahrscheinlich. Vor was denn? Ja, alles. Echt? Einfach alles. So, was machen wir denn jetzt? Ja, also mal sagen, dass wir wieder ein bisschen rumbuddeln. Okay. Kriegt man einen Pupo-Block her? Ja, ich habe auch noch keine Ahnung, wo das Zeug herkriegst. Kevin, du kannst ja dein unteres Stockwerk mal bauen. Ich bin da eigentlich gerade sehr relativ unschlüssig, wie ich es bauen soll. Lass was einfallen. Ja. Oh. Oha. Was heißt das? Pfeil der Nachtsicht. Pfeil der Unsichtbarkeit. Du kannst jetzt sogar verzauberte Pfeile machen. Du kannst jetzt auch angespitzte Pfeile haben. Pfeil der Sprungverstärkung. Ach du Schande. Ja, es ist ja ein neues Update mit rausgekommen und es gibt neue Materialien und man kann jetzt auch Boote aus allen Holzarten machen und ja. Pfeil des Spritzens. Der Po. Was? Oh Gott. Kevin, was für dich? nee, für Leben. Wie war das vorhin? Das war ja auch wieder mies von mir. Wie habe ich das vorhin gesagt? Ich will es gar nicht wissen. Nee, das war doch vorhin im anderen Let's Play. Nee, will ich nicht wissen. Den einen nicht. Muss man glücklich machen und der Levin macht sich selber glücklich, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ein Endkristall. Ja, das kriegt der arme Junge halt immer noch heute, so. Heil den Enderdrachen und kann benutzt werden, um ihn wieder erscheinen zu lassen. Explodiert ja, brauchen wir ja auch.
Brauchen wir ja auch. Ja gut, wenn du das neue Update spielen willst, eventuell, ja. Gut, wir haben den Enderdrachen noch nicht gezwungen. Hast du da eigentlich einen Stolperdraht an deiner Tür, oder was ist das da? Wer? Du? Nö, wieso? Ich weiß nicht, ob du das aussiehst, aber genau nur an deiner Tür hängt so ein komischer Drahtstift raus. Was? Was ist, wenn ich die Tür aufmache? Der Drahtstift immer noch da. Hä? Ich komm gleich. Ja, komm mal. Ich bin nur gerade durch, was hier so gibt. Stolper. Ach, diese Chorusfrüchte braucht man für Kevin, diesen Pupo-Block. Siehst du da einen Drahtstift auf dem Boden? Ich sehe so eine gelbliche Linie. Ja, ne? Richtig. Die ist aber nur beim Dani vor der Tür. Ja. Ein Endstab, eine dekorative Lichtquelle. Aha, so eine Lichtsäule. Cool. Stolper. So, was? Wo ist dann... An deiner Tür. Siehst du das? Hä? Da war wirklich ein Stück Schnur dran. Hä? Was? Wieso? Da war ein Stück Schnur dran. Ach, deswegen. Hä? Okay. Okay. Ich dachte echt gerade, hä, was ist das? Dass es nur an deiner Tür ist. Okay, wer hat da ein Seil hingelegt? Ach, guck mal, die haben es auch hier, Dingens angepasst. Silvesterpaket, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo das damals drin war. Das musste ich manuell relativ machen. Relativ manuell. Manuel. Auf Stand gegangen, wer ist Manuel? Das machen. Das ist Manuel, ja. Musik! Eichenholz, Gartenzäune und Türen werden wir gleich mal da wieder reintun. Dann werden wir... Ich werde heute mal ein bisschen auf Holzjagd gehen. Okay. Oder Schafe. Schafe sollte ich auch mal wieder pflücken. Dazu brauche ich eine Schere, die ich nicht mehr habe. Wir haben keine Scheren mehr. Okay. Das heißt, ich muss Scheren craften. Ich überlege gerade einen alternativen Weg in unser Wohnzimmer. Ja, das... Ja, das? Das ist ja, auch so ein toller Anlass. Ja, das. Ja, geht das. Weiter. Also, ich hätte eine Wand, wo man buddeln könnte, aber ich weiß nicht, wo du rauskommst. Du meinst in die Richtung, wo ich hier gerade gucke, wahrscheinlich, ne? Nee, komm mal hoch. Also da könnte ich die andere Richtung. Ah. Also da könnte ich dir genehmigen, ein Loch in die Wand zu schlagen. Da, wo die Fackel hängt, mittig. Dann aber aufpassen, weil du nämlich nur 3 Blöcke in die Tiefe kannst. Ich würde eigentlich eine Treppe rüber zu unserem Wohnzimmer schlagen, damit wir nicht immer durch die Schlafzimmer müssen. Ja, vielleicht kannst du da irgendwo in die Tiefe graben. Boah. Es ist halt echt eingeengt hier bei uns. Ja, das nennt sich planen. Ja, wir hätten das vielleicht von Anfang an mal alles planen können, müssen, sollten. Welchen Plan? Ja, wir hätten das schon einen Plan machen sollen. Weil mitten im Flur will ich nicht. Nee, mitten im Flur ist kacke. Wie gesagt, ich hätte also wenn dann tatsächlich... Hier. Schade, Malte, Schlafzimmer ist so groß. Nee, die sind alle gleich groß. Nee, ich meine, dass ich hier sag, ich baue jetzt hier ein Treppenhaus oder so. Hier, guck mal, kannst du da nicht was buddeln? Ich hab mal angefangen. Guck mal, ob's in Ordnung ist. Ja klar, man kann ein Treppenhaus bauen, aber es scheint mir so ein langer Weg dahin. Ja, aber reicht doch. Willst du erstmal eine Ewigkeit laufen, damit du da rinkommst? Ja, solange es funktioniert, ist doch gut. Schafe, Schafe. Ich bin gerade überfragt. Kevin! Ja? Hast du gerade irgendwas zu tun? Ich fange jetzt mal so gerade auf freie Schnauze meinen Schlafzimmer unten auszubauen. Achso, also, okay. Wieso? Ja, sonst hätte ich gesagt, ab in den Wald und Bäume fällen. Nö.
Ach, selber. Vielleicht würde nämlich auch gerne irgendwann mal anfangen, die Brücken zu bauen in die anderen Himmelsrichtungen, damit wir tatsächlich auch mal Pferde kriegen oder sonst irgendwas. Und vielleicht auch mal das neue Material alles finden. Ja, momentan muss ich halt da hier unten mal ein bisschen. Aber dann gehe ich nachher mal in den Schlachtwald und hol mal was. Du, erstmal ein bisschen Schafe kloppen. Schafe kloppen. Schafe. Schafe kloppen. Banken. Schafe Banking. Ha? Schafe kloppen. Schafe kloppen. Klopp, klopp. Bist du wohl voll bekloppt, ne? Hat du wenigstens Weihnachten gut verstanden? War schön. Ja. Wahrscheinlich ein paar Kilo schwerer, aber ja. Echt? War gut, war schön, ja. Gib's nicht auf Weihnachten, du warst schon im August fett. Ich wollte hier gar nicht jetzt anfangen. Der ist trotzdem gut. Hey, wer kloppt denn das Loch in jemanden? Ich? Warum? Warum machst du sowas? Wo bin ich hier? Das ist der Schafstall. Okay, danke. Wir wollten dich gar nicht wissen. Mach du das Loch. Nein. Doch. Da war ich jetzt größer bauen. Nein, du kannst dir nicht einfach ein Ding jetzt bauen. Warum nicht? Hallo, das ist ja echt. Guck mal, hallo. Ja, warte. Hör auf jetzt. Jetzt ist ein größeres Loch, jetzt ist besser. Assi. Ich will nur die Fläche nutzen, die hier da ist. Nein, hier gibt's keine Fläche, hier ist zu. Stimmt, hier gibt's nur Räume. Ich baue hier gerade die Räume aus. Ja, kannst du machen, aber nicht aus der Außenwand. Warum? Ich brauche Fenster. Nein, hier kommen keine Fenster rein. Die Außenwand bleibt zu. Ja, kann sie ja bei dir zulassen. Ich leg die Schafe bei dir gleich alle rein. Ich leg die Kühe bei dir rein und schlachte sie. So. Meine schönen Kühe. Ich spreche gleich wieder in deiner Sprache. Mo. Oh, Assi. Hi, Kevin. Oh nein, jetzt. Was ist jetzt passiert? Nichts. Also, oh, hallo. Nichts. Rein gar nichts. Oh, ich war nie hier. Ich war nie hier. Muss ich auch. Warte, ich musste eigentlich dann wieder einen Durchbruch bei dir ins Schlaf. Nicht schon wieder. Warum ist da unten eigentlich ein Loch? Wo? Ja, hier unten unter mir. Ich hab keine Ahnung. Ich lot nur gerade aus, wo ich hinbuddeln kann. Ich hab keine Ahnung, was eigentlich, wo unser Haus drauf sitzt oder sowas. Also es ist nicht auf dem Indianerfriedhof gebaut worden, aber ich hab keine Ahnung. Das war einfach nur ein Block, den wir ja damals hatten, wo wir gesagt haben, hier ziehen wir jetzt hin. Richtig. Ich weiß nie, wer unsere Vorbesitzer waren oder sonst irgendwas. Ich merke nur gerade, ich komme hier sehr weit. Die Ausbeute war ja super mit 8 roten Wollknäueln. Brauchen mehr rote Schafe. Okay. Mach welche. Ja, habe ich gerade vor. So brauche ich rote Blumen. Huch. Huch, wo ist denn meine Werkbank hier? Nein, nicht Trichter, Werkbank. So, rote Farbe. Was hast du vor mit roter Farbe? Der Leuchtturm. Ah, da war ja was. Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm. Turm. So ist das. Was haben wir denn noch? Doppelte Schafe. Rot haben wir relativ wenig. Was? Rot haben wir sehr wenig. Ja, ich glaube nur 2 Stück. Richtig. Ich guck nur, weil ich ein zweites rotes gezüchtet habe. Rot. Ich guck trotzdem gerade, was wir doppelt ich haben. Ich seh dich! Oh, könntest du die Fensterfront bitte um 1 versetzen? Wieso? Und dann passt es mit der oberen Fensterfront überein. Aha. Wenn du schon... Ja, genau. Oh nein. Ich sehe schon, ich kann am Ende dieser Aufnahme wieder rein in die Welt und kann wieder alles reparieren. Ach, was? Ja, was meinst du, wer hier immer alles repariert, still und heimlich? Wenn ihr dann die neue Aufnahme drin seid, ist alles komischerweise repariert. Hier gibt's nichts zu reparieren. Das ist alles so, wie es sein soll. Das bleibt alles so, wie es ist. Ja, richtig. Bleibt alles so, wie ich. Kennt ihr den Typen? Andreas, ja. Sicher Andreas? Halt, stopp! Jetzt rede ich! Ja, immer wieder genial, die Folge. Genauso wie die...